Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. So, wir wissen jetzt, dass Tesla hat, es hat sich ja schon in den Tagebüchern so erzählt, aber ich dachte die ganze Zeit, er wäre nur geisteskrank, der Typ, und bildet sich das alles nur ein. Aber er konnte wirklich in die Vergangenheit reisen und hat halt sein jetziges Ich mit seinem Zukunfts-Ich irgendwie getauscht, weil das zukünftige Ich halt an Krebs oder so, ne? Jetzt ist die gute Flora wieder in die Vergangenheit gereist. Aber da wollte sie eigentlich nicht hin. Und irgendwie hat sie ihn jetzt umgebracht. Und ja, jetzt haben wir Kapitel 0 gefunden. Was wir natürlich jetzt auch uns ansehen werden. Also was vor dem Mord geschah, vor dem Mord an Tesla. Hier sitzt da, der gute Mann. So. Spul mal ein bisschen vor. Flora, der ganze Weg, um dieselbe Antwort zu hören. Sie sind auf dieser Insel unerwünscht. Damit das klar ist, Sie betreten dieses Haus nur über meine Leiche. Gehen Sie. Jetzt. Da hinten kommt die andere Warum helfen Sie Flora. mir nicht? Okay, Warum dann. dürfen Hat sie ihn Fehler umgebracht. ungeschehen macht, leidet niemand. Aber ich leide. Seien Sie ein guter Mensch, verdammt! Ein guter Mensch! Okay. Ihn habe ich. Gucken wir mal, was er hier gemacht hat die ganze Zeit. Oder ich gehe jetzt einfach mal so durch und guck mal, was die anderen so machen. Er müsste ja oben in seinem. Nee, hier sitzt noch der Munde. Hat er denn irgendwas mitgekriegt? Scheint nicht so, oder? Ich spule die ganze Zeit vor, aber ich habe aber auch nicht so wirklich das Gefühl, dass das jetzt das Ende ist, irgendwie. Hier sitzt nämlich immer noch da und tut einfach gar nichts. Ende von Kapitel 0. Ist ja eigenartig. Okay. Den Munde haben wir. Suchen wir mal unseren Wendeberg. Der ist bestimmt hier oben. Der war wahrscheinlich hier oben, hat sich die ganze Zeit eingesuppelt. Ich mir die anderen noch an. Hier ist nix. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Sie ist hier. Und liest. Hier ist noch ein Koffer, so ein Bus und der andere. Die anderen beiden sind irgendwie nicht da, Edison und. Flora. Der ganze Weg, um dieselbe Antwort zu hören. Ja, genau, er ist hier am Schrubben, aber wo ist Edison? Und wo ist der Wendeberg? Wendeberg.
Den Zettel aus dem Klavier schon? Der Mann in Zimmer 3327. Mittwoch? Ja, das hatten wir schon. Bin ich blöd? Ich finde die anderen beiden nicht. Also können die dann nur nach oben sein, ne? Ja, hier ist Edison. War am Schreiben. Okay, aber wo ist Vanderburg? Nicht hier. Hä? Vanderburg habe ich jetzt echt nicht gefunden. Doch, Vanderburg saß doch da. Natürlich, ja logisch. Zurückreißen und ihn davon abhalten. So, ja gut. Ich weiß jetzt nicht. Ist jetzt komisch. Im Prinzip habe ich das Ende erreicht, ne? Ja. 10 von News, 9 Tagebücher habe ich nur 11 von 13 gefunden. Das ist ja eigenartig. 9 von 19, 9 von 10. Ja, aber im Grunde gesehen habe ich alles fertig, ne? Ist das denn jetzt auch das Ende? Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, ne? Aber es muss ja auch noch irgendwie mit ihr weitergehen, oder nicht? Ende von Kapitel 0. Schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ende ist oder nicht. Ich meine, im Prinzip haben wir alles durch. So, ja. Rennen wir nochmal da durch, gucken uns nochmal alle Sachen an. Ich denke nicht, ne? Ich meine, im Großen und Ganzen habe ich ja eigentlich alles durch. Ja, ich denke mal, das wird das Ende sein. Ich werde jetzt einfach, ja, mich umdrehen und gehen, ne? Upsala, jetzt bin ich wieder zurückgeschlittert. Weil man hat ja jetzt nichts mehr so großartig zu tun. So, man hat jetzt... Übrigens ist das so leise hier. Achso, hier sind die ganzen Figuren. Aus dem... Gaming Rad 1 habe ich nicht gefunden, glaube ich. Was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich habe mir doch wirklich alles angeguckt. Hier ist so ein... A Play Tequila Games. Oh. Aha. Das sind wahrscheinlich die Credits. Die man sich jetzt ansehen kann. Ja, gut. Nee, oder einiges habe ich doch nicht gefunden oder so. Kann ich nicht drauf drücken? Ah. Genau, das war ja vorher leer. Ich kann da zwar einiges finden, aber. Dann kann ich mir die im Prinzip die Sachen hier nur so ansehen. Hier ist so ein Zeitreisesteinchen. Da ist das Ende. Ja. Ha. Gut. Hier ist noch eine Tür. Ich weiß auch nicht, ob wir... Da müsste man ja rein theoretisch Kapitel 0. Nochmal durch die Gegend rennen. Und nochmal alles irgendwie angucken. Reißen und ihn davon abhalten, sterben 10 Männer.
und 10 andere Ehefrauen werden an ihrer... Ich habe nicht zurückgespult. Was sollte ich tun? So, ich kann jetzt nochmal alles durchgehen, ne? Ich habe hier die Glocke, Dingen so. 11, 12, 13, wir fehlen 2 Tagebucheinträge. Das ist nicht normal. So, hier sitzt er. So, das ist nicht, das ist irgendwas anderes. Die großen Vasen. So, ich gehe jetzt hier wirklich von Ding zu Ding. Das ist auch nichts. Da haben wir noch ein Zettelchen gefunden. Da ist auch noch ein Zettelchen. Hier ist ein Hut. Oh, den wollte ich gar nicht. Ich wollte den Hut. So, ich weiß ja nicht, ob wir hier noch irgendwie was... Ach, guck mal, ein Foto von ihm. Hier ist nichts mehr. Keine Tagebuchseite oder so. Weg der Monday. Nein. Oh, die Säule würde mich aber aufregen im Bad. Jetzt waren wir hier drin. Genau, hier haben wir den einen Zettel mit dem Zimmer 13. So, dann gehen wir hier durch. Hier komme ich nicht rein. Das ist das Foto von ihm. Hier ist aber auch kein Tagebuch. Jetzt gucke ich hier nach. Hier müsste auch nicht, doch da liegt noch was. Er ist hier auch am Aufwischen. Dann gucken wir mal eben schnell hier rein. Wo ich mich nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich halt irgendwas vergessen habe. Aber anscheinend ist dem so. In der Zukunft bin ich ein alter Mann. In dieser Zukunft... Ich kann nicht draufdrücken. Geht nicht. Okay. Ja, haben wir jetzt... Da hatte ich ja auch schon alles gelesen. Wir haben einmal hier... Nikola Tesla. So, Monday. Hier haben wir auch ein Tagebuch. Das mal jetzt so. Das habe ich noch. Hier ist nichts mehr. Kann ich jetzt nach oben gehen? Da haben wir nichts, niente, gar nichts. Außer ein Foto. Jetzt einfach nochmal alles durchgehen. Es kann ja nicht sein, dass ich tatsächlich irgendwas übersehen habe. Hier ist noch ein Tagebuch. Ist nichts. Nix. Hat es auch nichts. Tesla ist tot. So, da ist noch ein Tagebuch. Nope. Ah, wir haben noch ein Foto gefunden. Guck mal. Wo ist Tesla? Noch ein Tagebuch. Okay.
Nix. Tagebuch. Noch ein Foto. Machen wir auch gleich hier. Nee, da ist nichts mehr. Foto. Was zum Schreiben. Das Briefchen, aber ich glaube, das hatte ich sowieso schon gelesen. So, dann haben wir hier noch was. Nope. Nixe. Was liest du denn da? Ein Schauspieler lügt nie. Von Thomas Abramov. Ein großer Schauspieler hat nur eine Aufgabe. Eine Lüge so zu erzählen, dass sie nicht von der Wahrheit zu unterscheiden ist. Mhm. Aber Vorsicht! Das Publikum riecht jede Lüge sofort, wie ein Ei das Blut. Die Schauspieltechniken in diesem Buch vermitteln, wie man eine Lüge zur Wahrheit werden lässt. Sie werden lernen, als ihre Figur zu leben. Tag und Nacht. Bis sie selbst nur noch Erinnerung sind. Nur die Figur wird überleben. Ah ja, okay. So. Buch ist hier nicht. Können wir mal hier reingucken. Würde mich aber wundern, wenn ich hier irgendwas übersehen hätte. Miskatonische Universität. Arkham Bibliothekskartennummer 1916. Name Nikola Tesla. Adresse 45. Ich glaube, das hatten wir schon. Foto. Da werde ich auf jeden Fall auch schon gucken. Ja. Dann geht's nach da und dann ganz nach oben. Und dann bleibt ja nur noch eigentlich der Keller, ne? Das habe ich auch gehabt. Hier ist das Foto von ihr. Jetzt wundert mich eigentlich auch das andere mit ihrer Nase nicht mehr so, ne? Da hat er noch nichts geschrieben. Okay. Dann nur noch Oben. Oben. Foto. Oh, ach da, den hatte ich glaube ich schon sogar. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich nach oben komme, ne? Ah, so komme ich nach oben. Ein Füchschen. Gucken wir mal einer an. Toll. Mehr ist hier nicht. Ich hätte gedacht, dass hier wenigstens ein Zettel oder sowas ist. So, da haben wir auch alles. Jetzt gehe ich nochmal nach ganz oben. Obwohl ja eigentlich hier nichts sein müsste. Aber man weiß ja nicht. So, gut. Hier ist nichts. Echt anders zu erwarten. Ist voll cool mit den Fenstern. Ich liebe das, wenn die da so richtig, wo man so richtig reingehen kann. Jetzt haben wir noch unten. Also wirklich ganz unten. In den Keller. Geh ich mal hier lang. Genau, hier unten im Keller. So. Haben wir hier noch was? Da ist noch ein Buch. Sonst haben wir hier nichts. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwas übersehen habe. Es zeigt ja das an, dass ich was übersehen habe. Vielleicht hier irgendwo? Hier nicht, da nicht. Da liegt noch ein Zettel.
Nee, das ist ein Klemmbrett. Ein Klemmbrett. Da liegt auch nichts. Hier ist noch ein Foto. Da ist auch noch ein Briefchen. War hier noch irgendwie was dran oder so? Nee. Mm-mm. Gut, was noch vielleicht in Frage kommt, wäre draußen. Aber kann mir eigentlich gar nicht vorstellen. So, ich hätte hier jetzt noch eins gefunden. Genau, das war das, was ich zuletzt gelesen hatte. So, und das war's. Ich komme jetzt hier so nicht raus, ne? Schade. Okay, dann kann ich nur noch draußen absuchen, aber ich denke, wir sind damit durch. Weil, ja, ich finde jetzt hier auch nichts. Ich finde wirklich keine Tagebücher mehr oder so. Ich finde auch keine Zeitungsausschnitte mehr. Ich habe alles, bin alles durchgegangen. Also, dann müsste das hier wirklich sehr gut versteckt sein zwischen den ganzen Bücherregalen. Weil ich hier, wie gesagt, nichts finde. Ja. Kann natürlich sein, dass hier auf der Veranda was liegt. Aber das glaube ich nicht. Vor allen Dingen, warum sollte, ne? Ach, das ist immer ein bisschen blöd. So, sie geht ja jetzt hier weg und heult rum. So, wir haben da vorne den Pavillon, wo noch was liegen könnte. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schneller gehen kann. Nee, ich kann nicht schneller gehen. So, hier liegt nichts. Da ist noch eine Bank und da hinten ist noch was und dann, ja, dann war's das, ne? Ich denke, das war's sowieso. Ja. Hier ist definitiv nichts. Auf dem Klo saß man auch schon lange nicht mehr. Hier sind nur Bänke. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die vergessen haben soll. Weil ich ja auch alles gemacht habe. Ich habe ja wirklich alles gemacht. Ich habe nichts ausgelassen. Ja. Nun gut. Es steht immer noch 11 von 13. Ich verstehe es nicht. Ich habe von den Fotos, von den News habe ich nicht alle. Das ist auch komisch. Da fehlen mir auch zwei Stück. Als wenn ich einen ganzen Raum irgendwie vergessen hätte. Als wenn ich einen ganzen Raum vergessen hätte. Aber keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht. So, hier ist der Notausgang. Ja. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt die Credits anspielen. Ich weiß, dass es noch... Es muss da irgendwo ein Ende geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so unwirklich. Hier sind noch Bilderchen. Tja. Keine Ahnung. Gucken wir uns jetzt die Credits an. Ich weiß nicht, ob da noch ein anderes Ende ist. Sollte da noch ein anderes Ende sein? Oder vielleicht ein geheimes Ende oder sonst irgendetwas, was ich jetzt nicht herauskriege. Ich werde hier danach gleich hier suchen. Und es dann hier hinten dran hängen. Aber ich verabschiede mich bei euch jetzt schon. Und ja... Was habe ich über das Spiel zu sagen? Es war einfach nur genial, es war cool, es war mal definitiv was anderes. Ich fand dieses ganze Geist sein und einfach mal jeden verfolgen, fand ich richtig gut. Vor allen Dingen auch, dass jede Figur irgendwie was anderes zu tun hatte und man bei jeder Figur auch was erfahren konnte.
Also man musste wirklich jede Figur mal verfolgen und es war gut. Es hatte richtig krasse Wendungen, wo ich wirklich meine Reaktionen waren, ich fand das richtig geil gemacht. Und wie er den dann da so runterwirft und da runterwirft, dass die beiden sich gegenseitig töten wollten und so weiter und so fort. Also ich fand das schon mega gut gemacht. Ich würde definitiv mehr solcher Spiele spielen. Ich habe auch gemerkt, das Spiel ist gar nicht so alt, denn das gibt es sogar für die VR. Und für die PlayStation VR. Deswegen halt dieser, dass man halt mit so einem Cursor halt sich weiter beamen kann, ne? Das ist halt, damit soll das, ja, ich weiß nicht, ob es damit besser sein soll oder so. Also ich hatte jetzt auch so viel Spaß. Es ging jetzt nicht lange. Was war die Geschichte? Ja, Tesla hat eine Zeitmaschine erfunden und wurde von seinem Zukunfts-Ich und so darum gebeten, die Plätze zu tauschen und so weiter und so fort. Und Flora White war halt hinter dieser Maschine her, weil sie halt ihren Ehemann zurückhaben wollte. Gut, so, dann hatte der eine da was da, der wollte seine Tochter da loswerden. Edison war der Eifersüchtige, der halt immer alles haben wollte. Ja, der Vandenberg, ich weiß gar nicht, was der da eigentlich für eine Rolle gespielt hat. Ja, der Gustav, der wollte natürlich einen Fehler wieder gut machen. Und der Butler, ne, der hatte natürlich den Alten um die Ecke gebracht, den Tesla, weil er dachte, dass er natürlich viel Erbe kriegt, weil er die ganze Zeit scheiße behandelt wurde. Ne? Und dann hat er am Ende nichts gekriegt. Ha, ha, ha. Na, die ganze Geschichte an sich fand ich also mega gut. Es hat mich sehr stark an das Spiel Cluedo erinnert. Und ich wusste von Anfang an zwar, dass es der Butler war, aber diese ganzen Sachen so, dass der Butler jetzt am Ende denkt so, oh nein, der Gustav hat den Vandenberg umgebracht und schmeißt ihn von der Klippe. Dabei wurde Vandenberg ja von Edison getötet und der Gustav war gerade dabei, den Edison zu stellen. Das ist mega geil. Und ich weiß nicht, also ich finde es einfach nur klasse gemacht. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt irgendwie erfahren kann, ob da noch irgendwie was kommt oder sowas, weil ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt gefunden, den ich jetzt benutzen könnte, um irgendwie weiterzumachen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier und würde das jetzt einfach halt so machen lassen, dass ich das Ende einfach hinten dran setze. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.